Okay, ja, ich muss mich jetzt hier, glaube ich, auch beeilen, weil ich ganz schön viele Folien gemacht habe für 5 Minuten. Ich frage mich, warum gibt es keinen MIME-Type für Spatial-Daten? Kurz vorweg, MIME steht für Multipurpose Internet Mail Extension, wurde also quasi ursprünglich mal für E-Mails erstellt, von der IETF durch RFCs definiert. Für die, die es genau nachlesen wollen und wissen wollen, in diesen RFCs findet man alle Informationen. Zu dieser Spezifikation genutzt wird es halt eben ursprünglich eigentlich in E-Mail, aber das hat sich über ziemlich viele Protokolle erweitert. Ganz wichtig für mich immer HTTP und HTTPS. Und prinzipiell gibt es verschiedene Namespaces, zum Beispiel fürs Textformat, als Beispiel mal Text Plain oder Image, Audio, Video und so weiter und so fort. Dafür gibt es jeweils einen extra Namespace. Dadurch kann man natürlich auch Programme ganz leicht quasi zu Namespaces zuteilen. Also im Texteditor wird natürlich höchstwahrscheinlich irgendwas mit Text und irgendwas dahinter, Bild halt eben Image und so weiter und so fort. Ich denke, das sollte klar sein. Aber wie sieht das jetzt in unseren Geoinformationssystemen aus? Für die ersten zwei Beispiele sollte es eigentlich auch soweit okay und eigentlich logisch sein. Das heißt also, nämlich ein DOP-Image werde ich wahrscheinlich irgendwie sowas wie Image-JPEG haben. Für OSM-Teils wahrscheinlich eher ein PNG. Für GeoJSON, da wird es aber schon anfangen, ein bisschen schwieriger zu werden, weil da gibt es nur so mehr oder weniger die Empfehlung Application. VND steht für Vendor, das kann man dann frei verteilen. Und Geo und das plus JSON heißt dann quasi im JSON-Format. Oder aber man nimmt das allgemeine Application JSON. Dadurch ist das aber natürlich vom MIME-Type jede x-beliebige JSON und nicht eine GeoJSON. GeoPackage ist auch noch sehr interessant, das besitzt eigentlich gar keinen richtigen MIME-Type. Dazu gibt es auch ein GitHub auf der OGC-Repository oder Gruppe von GitHub, ein Issue Nummer 381, das kann man sich sonst bei Interesse mal durchlesen. Da wird im Endeffekt empfohlen, dass Application X SQLite, X ist auch wieder ein Präfix, den man dann frei verwenden kann, steht für Experimental. Und SQLite 3 hat selbst auch noch nicht diesen Prozess durchgemacht, diesen MIME-Type zu registrieren. Haben die auch so gesehen erstmal gar kein großartiges Interesse dran und suchen aber Freiwillige, die das gerne machen können. So, deswegen mein Vorschlag: Wie wäre es denn mit einem Spatial Namespace? Wir könnten nämlich dann zum Beispiel solche Sachen machen wie Spatial JSON. Das wäre dann klar, das wäre so ein JSON mit Geobezug, also GeoJSON. Wir könnten aber auch zum Beispiel dann sehr gut unterscheiden zwischen einem Image-TIFF, was ja einfach nur ein Bild ist, oder einem Spatial-TIFF, was ja eine Information zur Georeferenzierung mit dazu hat. Besonderer Vorteil aber geht in die Richtung Negotiation für RESTful-APIs und Ähnliches oder auch für die ganzen OWS-Protokolle. Kurz erklären: Negotiation ist quasi eine Möglichkeit, dass sich Client und Server gemeinsam auf ein Format einigen. Dazu mal hier ein kurzes Beispiel aus dem Browser. Ich könnte jetzt, wenn ich eine ganz normale Webseite damit öffne, schickt der einen Accept-Header. Der wird also hier quasi so grob sagen, ich hätte am liebsten das Format Text-HTML oder XHTML. Ich würde mich aber auch mit einem XML-Format zu 90% quasi zufrieden geben, nimm aber auch Bilder und zu 80% nehme ich quasi dann alles. Wenn ich aber auf meiner Webseite ein Image-Tag habe, würde diese Negotiation ganz anders aussehen. Mein Browser würde also jetzt hier fragen, ich hätte am liebsten Image-WebP. Ist ein Chrome-Browser, deswegen. Sonst halt zum Beispiel ein PNG oder ja, wie auch hier wieder zu 80% sonst irgendwas. Typische Antworten vom Server wären jetzt zum Beispiel für das erste Beispiel, die HTML-Seite, ein Application XHTML dann eben zu nehmen und sich darauf zu einigen oder beim Bild eben das Image-APNG. Wie wäre es aber jetzt zum Beispiel mit einer Anfrage von QGIS, wenn der irgendwelche Ressourcen aus dem Internet direkt lädt? Der könnte ja jetzt zum Beispiel sagen, ich präferiere das Geo-Package-Format, wird aber auch ein PNG, solange es natürlich einen Geo-Bezug hat, also Spatial PNG, Spatial JSON, Spatial JPEG quasi nehmen. Ja, und zu 30% habe ich jetzt hier einfach mal gesagt, würde ich irgendein Spatial-Format nehmen. Es ist mir eigentlich egal welches, ich versuche es einfach mal darzustellen. Und hier könnte jetzt zum Beispiel bei OSM-Karten ein Spatial PNG kommen, bei einer DOP-Karte könnte ich dann auch mit einem Spatial JPEG antworten, sodass sich diese beiden einfach zusammen auf ein Format einigen können. Eine andere interessante Sache ist Plaintext. Bin ich schon zu Ende? 20 Sekunden.
Noch 20 Sekunden. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Okay, man hat auch die Möglichkeit, Encodings hinter Textplane zum Beispiel zu schreiben. Das interessiert uns jetzt als Geografen oft nicht so sehr, wobei eigentlich auch ein bisschen. Aber wie wäre es denn zum Beispiel mit sowas wie Spatial WKT in der Projection EPSG 4326? Das hätte man dann nämlich auch. Und damit schließe ich dann auch ab. Benötigen wir einen Spatial Namespace? Man kann es diskutieren. Ich bin gespannt, ob noch jemand auf mich zukommt. Vielen Dank.